Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Video, das, ja, ihr seht's, ein wenig mehr mit Schminke zu tun hat. Denn es geht um meinen Want-to-Read-Stapel für den Monat Oktober. Und ihr wisst es vielleicht, ich bin ein absoluter Oktoberliebhaber. Ich habe im Oktober Geburtstag und liebe alles, was mit Halloween zu tun hat. Daher dachte ich, warum nicht heute mal ein wenig Vampir-Look-mäßig schminken? Außerdem habe ich ein Ouija-Board-T-Shirt an, das ich sehr, sehr cool finde. Leider sieht man das jetzt nicht so wirklich, während ich filme, aber trotzdem trägt es dazu bei. Und ja, ich habe mir das jetzt so ausgedacht, weil ich ja leider ein wenig krank war. Die, die meinen Vlog gesehen haben, die haben das mitgekriegt. Ich ja, war sehr stark erkältet und habe deswegen auch einige Tage lang gar keine Videos drehen können. Habe ja auch tatsächlich pausiert eine Woche mit den Vlogs. Ich glaube, man hört es mir noch ein bisschen an. Deswegen ist leider dieses Video sehr verspätet und ich dachte, warum machen wir es nicht einfach irgendwie so ein bisschen thematisch auch noch passend mit Make-up etc. Ganz kurz vorab, bevor ich euch die Bücher zeige oder euch erstmal verrate, um was es geht. Dieses Video ist wieder gesponsert von Belletristica. Wenn ihr wissen möchtet, was Belletristica ist, schaut in der Infobox vorbei bzw. wartet bis ganz zum Ende des Videos. Da werde ich euch nämlich den 5. Teil dieses Sponsorings präsentieren, um was es geht, welche Bereiche es bei Belletristica geht. Und ja, fangen wir jetzt an mit dem Video. Ihr könnt es euch vielleicht denken, es sollen hauptsächlich Gruselbücher drankommen. Da mich das eben sehr interessiert, diese Thematiken, dachte ich, ist doch perfekt jetzt für den Oktober. Und ich habe tatsächlich auch einiges mir vorgenommen. Zunächst hatte ich noch ein paar Bücher zu beenden, beziehungsweise habe ich noch zu beenden. Die zeige ich euch jetzt direkt vor Anfang und dann zeige ich euch die Bücher, die ich gerade lese. Und dann geht es natürlich weiter noch mit den Büchern, die ich dann weitergehend noch lesen würde gern. Thematisch nicht zu 100% zu Horror passend ist Die Beschenkte von Kristin Cashore. Das Buch habe ich noch zu beenden. Hier geht es jedoch um eine Beschenkte mit einer Gabe. Und zwar hat sie die Gabe des Tötens. Von daher passt es trotz allem auch sehr thematisch zu diesem Monat, obwohl es eher Richtung Fantasy geht. Ich hatte das letzten Monat angefangen und würde es jetzt halt einfach gerne auch noch beenden. So schnell vorab. Dann habe ich noch ein weiteres Buch, wie gerade angesprochen. Und zwar ist es Harry Potter and the Philosopher's Stone, eben als illustrierte Version. Jetzt habe ich gerade noch den Umschlag geholt, so sieht das gute Stück aus. Ich denke aber, die meisten von euch kennen das schon. Ich bin hier bei etwas mehr als der Hälfte. Und das hat was mit Magie zu tun, für die, die Harry Potter nicht kennen sollten. Ich glaube aber nicht, dass da irgendjemand dabei ist. Deswegen passt es doch auch einigermaßen dazu. Aber jetzt kommen wir zu den richtigen Büchern, die thematisch passen. Und zwar lese ich gerade Die sieben Tote der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton und möchte das natürlich auch im Oktober beenden. Hier geht es darum, also es soll so eine Mischung aus Täglich grüßt das Murmeltier und Agatha Christie genau sein. Denn hier wird auf einem Maskenball dieser Familie Hardcastle, die in ihrem Anwesen mehrere Gäste einladen, ja, die Ermordung der Evelyn Hardcastle wird hier siebenmal durchgeführt, bis endlich herauskommt, wer ihr Mörder ist. Inwieweit das jetzt real ist oder in Form eines Spieles bei diesem Anwesen, das werde ich herausfinden. Ich habe bisher noch nicht wirklich weit gelesen, bin aber unfassbar überzeugt vom Schreibstil als auch von der Spannung in diesem Buch. Bisher ist es wirklich von der Spannung ganz oben. Wir lernen hier die Sichtweise eines Arztes kennen, namens, ich glaube, Sebastian Bell hieß er. Hier ist übrigens das nackte Buch mit meinem Lesezeichen drin. Ich bin auf Seite 73 gerade und so langsam
kommt man echt so ein bisschen auf die Schliche, wie das alles überhaupt anfängt. Aber wie gesagt, ich bin wirklich nur ganz am Anfang und bin sehr, sehr gespannt darauf, rauszufinden, was es mit diesem ganzen Buch auf sich hat und wie es auch für mich sein wird bis zum Ende. Dann lese ich außerdem mit einer lieben Zuschauerin namens Johanna, ganz liebe Grüße an dich, wenn du dieses Video sehen solltest, dieses hübsche Buch. Huch. So, dieses hübsche Buch, und zwar ist es Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Das ist das leider langweilig aussehende nackte Buch. Wir sind jetzt circa so weit, also ich weiß nicht so ganz genau, wie weit Johanna bis heute gekommen ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall vor dem 13. Kapitel auf Seite 136. Und zwar lernen wir hier die Geschichte der jungen Audrey Rose, wie war nochmal ihr Nachname? Wadsworth. Genau, von ihrer Sichtweise lernen wir die Geschichte hier kennen, 1888, wie sie als Frau der gehobenen Gesellschaft oder junge Frau, sie ist gerade 17, sich mehr für Medizin und tote Menschen und Morde und all diese Dinge interessiert. Also sie ist sehr begeistert von dem Beruf ihres Onkels, der ja, ein Professor der Medizin ist und hauptsächlich aber mit Leichen zu tun hat. Also er seziert Leichen, um bei Ermittlungen im Mordfall zu helfen. Also im Prinzip ist er sowas wie ein Rechtsmediziner, wenn man das denn damals schon so genannt hat. Und sie möchte das alles auch lernen und macht deswegen heimlich so eine Art Praktikum bei ihrem Onkel, beziehungsweise sie geht bei ihm in die Lehre und lernt dort ebenfalls einen sehr adeligen oder einen Abkommen der höheren Gesellschaft, wie man das jetzt auch nennen mag, namens Thomas Croswell, glaube ich, heißt er kennen. Ich und Namen, ich weiß es leider nicht. Die zusammen dann die Morde von Jack the Ripper aufdecken möchten. Und ich bin jetzt gerade dabei, wo sie so ein bisschen mehr in Richtung Ermittlung gehen und auch andere Dinge in Erwägung ziehen als nur Leichen. Also die Leichen von Jack the Ripper, die Opfer zu sezieren. Und es ist alles auch sehr interessant. Jedoch muss ich sagen, ist es mir bisher, wenn es medizinisch ist, ein bisschen schwierig für mich zu verstehen, weil es halt auf Englisch ist. Und obwohl ich behaupten würde, ich kann gut Englisch sprechen und lesen und alles, also verstehen. Oh je, heute ist wieder so ein Tag, da kann ich nicht so gut reden. Verzeiht. Trotz allem fiel es mir eben leider schwer, hier diese Sachen zu verstehen, weil ich das einfach nicht in meinem englischen Sprachgebrauch benutze, solche Begriffe. Aber wenn es dann da weggeht von, ist alles prima. Und ich finde unsere Protagonistin in dem Buch auch sehr cool. Den Antagonisten von ihr, mehr oder weniger, den finde ich auch sehr cool. Aber irgendwas ist an der Geschichte, wo ich nicht so ganz mit zufrieden bin. Da fehlt mir einfach noch was. Mal gucken, wie es sich entwickelt, wie es ist, wenn ich damit fertig bin. Aber ja, bisher ist es so mittelgut. Außerdem höre ich gerade als Hörbuch Heinz Strunks Der goldene Handschuh. Das ist ja quasi die Geschichte von Fritz Honka. Genau, wow, das habe ich richtig gemacht. Der ein sehr berüchtigter, bekannter Frauenmörder war in den 70ern, genauer gesagt 1976 in Hamburg, und der seine Frauen, soweit ich das zumindest jetzt mitbekommen habe, hauptsächlich im goldenen Handschuh in einem, ja, in einer Bar in Hamburg eben aufgerissen hat und dann ermordet hat. Ob das wirklich so ist oder ob er teilweise auch irgendwo anders seine Frauen kennengelernt hat, da bin ich jetzt gerade erst dran, das zu ermitteln oder rauszuhören. Ich bin aber schon weiter als die Hälfte. Es wird von Heinz Strunk selbst vertont, das Hörbuch. Ich fand es am Anfang ganz lange sehr störend. Mittlerweile, finde ich, hat es irgendwie doch einen Charme und ist ganz lustig, seinen Hamburger Akzent hier mit dieser Hamburger Geschichte eben zu hören. Also es macht es alles authentisch. Aber ich persönlich habe, wie gesagt, eben ein ziemlich lange gebraucht, bis ich reingekommen bin.
Hey, jetzt spreche ich, glaube ich, ziemlich nasal, aber ich bin halt leider immer noch ein wenig erkältet. Ja, ich finde aber sehr interessant, hier die Gedankengänge von Fritz Honka nachzuvollziehen. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ich weiß jetzt leider kein anderes. Zumindest eben mitzubekommen, wie er so getickt hat. Ich glaube, dass das Heinz Strunk ganz gut umsetzt. Ob es natürlich wirklich so war, weiß ich nicht. Aber ja, also ich bin jetzt hier auch so ein bisschen, weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Und ein weiteres Buch, das ich gerade erst angefangen habe, ist dieses hübsche Taschenbuch, Die schwarze Frau von Simone St. James. Da bin ich wirklich jetzt erst am Anfang, weil ich habe das heute erst begonnen. Ich bin auf Seite 36 und das ist, so wie es zumindest jetzt scheint, eine Geistergeschichte, die in einem ehemaligen Mädcheninternat spielt und teilweise wirklich auch Zeitsprünge hat, was ich sehr interessant finde. Also es switcht zwischen 2014 und irgendwas in den 1950er Jahren in den USA in Vermont. Und genau, es ist ein Mädcheninternat namens Idlewild Hall, je nachdem, wie man das jetzt ausspricht. Und es geht das Gerücht herum, dass in diesem Mädcheninternat ein Geist namens Mary Hand sein Unwesen treibt. Eine Geistin ihr Unwesen treibt. Gibt es davon überhaupt einen weiblichen Begriff? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt am Anfang schon sehr cool und interessiert mich sehr. Und ich bin gespannt drauf, wie es dann sich weiterentwickelt und was ich euch dann am Ende des Monats über dieses Buch berichten kann. Natürlich durfte auch die 19 für 2019 Challenge nicht zu kurz kommen, weshalb ich mir jetzt den Meister, also der Meister von Tess Gerritsen, geschnappt habe. Das ist eben ein Thriller, beziehungsweise hier steht Roman, aber ich würde es jetzt so als Krimi-Thriller eben betiteln. Der musste von dieser Challenge auch noch mit auf diese Liste. Es ist prädestiniert dafür. Das spielt in Boston. Es geht natürlich weiter mit Risoli und Isle. Ich glaube, dass sie jetzt Isle auch kennenlernt. Also im ersten Band dieser Reihe hat man, glaube ich, nur Detective Jane Risoli kennengelernt. Aber ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Ich weiß auf jeden Fall, dass Isle erst später dazu kommt. Um was es genau geht, werde ich dann herausfinden. Ich möchte das jetzt ehrlich gesagt nicht alles durchlesen. Aber ich habe diese Reihe schon fast vollständig lange hier und möchte jetzt auch endlich mal weitermachen. Ich muss aber auch sagen, dass mich irgendwie dieses Exemplar nicht so 100% anspricht. Wahrscheinlich war das mit einem Grund leider, weshalb ich nicht dazu gegriffen habe, weil mir der erste Band sehr, sehr gut gefallen hat, aber jetzt muss es dran glauben. Wir kommen immer mehr Richtung Horror-Thriller. Und zwar darf natürlich ein Stephen King nicht fehlen in diesem Monat, weshalb ich mir jetzt Brennen muss Salem, seinen Vampir-Roman oder sein Vampir-Buch eben zur Hand nehme dafür. Passend dazu bin ich quasi jetzt verkleidet. Nee, aber es geht hier wirklich um einen Vampir namens Ben Mears? Nee, Ben Mears ist der Schriftsteller, der den Vampir kennenlernt in Salem's Lodge. Aber ich dachte, man bekommt mit, wie der Vampir heißt. Leider nicht am Klappentext. Ist auf jeden Fall ein Klassiker der Horrorliteratur. Deswegen muss ich das natürlich lesen, ob ich es fertig lesen kann bei mehr als 700 Seiten mit den ganzen anderen Büchern. Das weiß ich noch nicht, aber wir werden sehen, wie weit ich komme. Da könnt ihr gerne dann ja auch in den Reading-Vlogs vorbeischauen, wenn euch sowas interessiert. Das nächste Buch ist Der Exorzismus der Gretchen Lang von Grady Hendrix. Ebenfalls ein Horror-Thriller. Ja. Aus dem Knauer Verlag. Der ist tatsächlich nicht so dick, dieser Thriller. Von daher habe ich da ganz gute, High Hopes, hohe Hoffnung,
dass ich es beenden werde. Es geht hier um Gretchen Lang und eine Freundin, die LSD ausprobieren und dann Gretchen davon mehr oder weniger durchdreht, um es jetzt ganz kurz zu fassen. Und man davon ausgeht, dass sie vom Teufel besessen wird, ist. Ja, bin ich mal gespannt, ob das einfach nur so eine damalige Überzeugung war oder ob es vielleicht in diesem Buch wirklich so ist. Schauen wir. Ich habe da in meinem Neuzugängen-Video leider nicht so gute Meinungen drüber gehört. Trotzdem möchte ich es gerne mal ausprobieren. Natürlich darf auch so ein Buch nicht fehlen in diesem Monat. Ein Buch der Stranger Things-Reihe. Und zwar würde ich gerne die Wahrheit über Jim Hopper erfahren. In dem Buch Finsternis hier. Denn es hört sich wirklich so an, als hätte Hopper in seiner Vergangenheit, als er in New York Detective war, ja, sehr Schlimmes erlebt mit einem Serienmörder, der dort sein Unwesen getreibt hat. Und das war 1977, spielt also damit vor der eigentlichen Stranger Things Serie. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, tut das direkt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch ebenfalls, aber ja, ich bezweifle, dass ich alle Bücher fertig bekomme. Also ich, wenn man meine Lesemonate anguckt mit den Lesepensum, was ich so habe, ist es leider auch sehr wahrscheinlich, dass ich nicht alle beenden werde. Aber ich mag es einfach, mir so eine große Auswahl an Büchern zu nehmen und dann daraus auswählen zu können, was ich tatsächlich lese. Und gerade jetzt bei diesem Monat, meinem Lieblingsmonat, fiel es mir sehr schwer, mich zu reduzieren. Generell sind hier auch sehr viele Bücher aus meinem Neuzugänge-Video, ist euch vielleicht jetzt auch schon aufgefallen. Und das nächste ist auch aus meinem Neuzugänge-Video, und zwar das Hotel der Erinnerung von Chelsea Bobulski. Hier geht es um ein Hotel, das wahrscheinlich auch mit einem Geist irgendwie heimgesucht wird. Ich bin sehr gespannt auch hier drauf. Könnte vielleicht Ähnlichkeiten zu dem Buch Die schwarze Frau, glaube ich, heißt es, was ich vorhin gezeigt habe, haben. Und ist ebenfalls nicht so dick. Und auch ein Jugendbuch aus dem Carlsen Verlag. Vielleicht wird es damit ja dann auch was. Ebenfalls nicht so dick ist Die Kosmetikerin von Melba Escobar. Das Buch wurde auch schon gezeigt in meinem Neuzugänge-Video. Ich bin hier auch sehr gespannt drauf, denn es geht, wie der Name schon sagt, um eine Kosmetikerin, die ein Mädchen als Letzte sieht, da sie zu ihr in die Behandlung geht. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass dieses Mädchen dann sich schick machen möchte für ein Rendezvous oder für, ja, einfach ein Treffen. Mit einem Mann, ziemlich wahrscheinlich. Und die Frau ist dann eben kurz danach tot. Und man fragt dann natürlich diese... Jetzt kommt mein Dialekt raus. Man fragt dann natürlich diese Kosmetikerin, ob sie irgendwas gesehen, gehört oder wie auch immer hat. Ja. Ich hoffe, dass das auch cool wird, denn auch hier habe ich noch von euch nicht so gute Meinungen gehört. Es ist aber allerdings auch nicht so dick. Vielleicht kriege ich das ja auch noch hin. Auf jeden Fall werde ich lesen Death Note, die zweite Edition aus dieser Black Edition, die ich absolut liebe. Ich meine, es ist ein Manga und es sind zwei Bücher, zwar in einem, aber trotzdem sollte man das auf jeden Fall schnell hinbekommen. Und ich bin hier sehr gespannt, wie es weitergeht mit diesem Death Note Book und dem Light Yagami mit seinem Todesgott namens, oder der ein Shinigami ist. Ja. Mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, dazu noch zu sagen. Ich hatte den ersten Teil vor einer ganzen Weile gelesen, aber fand es ganz gut. Hat nicht so ganz Fahrt aufgenommen, aber vielleicht muss man diesen mehrbändigen Manga einfach Zeit geben und ja, eben weiter das verfolgen. Ich weiß es nicht. Natürlich muss ich mir auch Hörbücher zur Hand nehmen, um dieses Lesevorhaben wenigstens einigermaßen hinzubekommen. Und ich weiß, dass es dieses Buch auf, ich will immer Audible sagen, aber nein, Spotify gibt.
Broken Dolls von James Carroll. Er tötet ihre Seelen. Und ich finde das Buch schon immer so interessant, weil es eben um... Jetzt hatte ich gerade eben dieses Wort noch im Kopf. Jetzt ist es wieder weg. Man bekommt wie so ein Blökel eben, wenn das überhaupt das Wort dafür ist. Ich bin bei hochdeutschen Wörtern manchmal leider nicht so gut. Generell Wörter ist nicht so mein Ding. Na, Spaß beiseite. Auf jeden Fall bekommt man eben hier so ein Teil ins Auge reingestochen und ja, ist dann eigentlich tot irgendwo. Also man lebt zwar noch, aber hat keine Erinnerungen oder bekommt nicht mehr wirklich viel mit. Und das finde ich echt heftig, weil es ja eigentlich fast noch schlimmer ist als Mord, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich bin gespannt, wie das in Romanform bzw. Fullerform umgesetzt wird. Steht hier irgendwo, wie dieses Vorhaben nochmal heißt, beziehungsweise dieser Vorgang, den hat man nämlich tatsächlich früher als Methode benutzt. Ich weiß es nicht mehr, wie das heißt. Ach man. Schade, wenn es mir einfällt, während ich dieses Video bearbeite, seht ihr es jetzt eingeblendet und ich sitze wahrscheinlich wieder vorm Computer und denke mir, Nora, wieso weißt du das nicht? Aber so ist es immer, wenn ich hier filme. Ja, jetzt habt das. Jetzt kommt ein Buch, das ich euch schon mehrmals gezeigt habe auf Leselisten von mir. Plötzlich Benji von Nina McKay. Es passt so gut in diesen Monat. Ich hoffe, ich komme dieses Mal dazu. Und mehr sage ich auch nicht über dieses Buch, weil ihr das jetzt schon so lange oft gesehen habt. Ein Buch, das auch eine Subleiche von mir ist, genauso wie Broken Dolls. Das wäre dann nämlich auch gut, dass ich das endlich auch mal beende. Ist dieses Buch. Erwacht im Morgengrauen, der zweite Band der Shadow Falls Camp. Eine Reihe, die auch sehr gut passen würde, dadurch, dass in diesem Camp eben verschiedene Kreaturen sind. Also es gibt auch eben Vampire, dann Feen, Wölfe. Was gibt es denn noch? Ich weiß es leider schon nicht mehr, weil ich den ersten Band vor Ewigkeiten gelesen habe. Aber auch dieses Buch ist eben auf der 19 für 2019 Challenge. Eigentlich die ganze Reihe, aber ich glaube, das kann ich mir jetzt bis Jahresende abschminken. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich hier wenigstens ein bisschen weiterkomme mit dem zweiten Band. Und ich weiß, dass mir der erste super gefallen hat, weshalb ich es nicht verstehen kann, warum ich nicht weitergelesen habe. Und bin mal gespannt, wie es mir jetzt immer noch, ob es mir immer noch gefällt und wie es mir dann gefällt. Das war mein ziemlich großer, ominöser, riesen, fetter Lesestapel für Oktober. Und der Oktober ist jetzt tatsächlich auch schon ein paar Tage vorangeschritten. Das wird interessant, aber ich tue, was ich kann und ich hoffe, ihr habt Lust, mein Want to Read mitzuverfolgen. Und damit sind wir jetzt am Ende des Videos. Das heißt Sponsoring Part. Es ist ja wieder gesponsert von Belletristica und heute möchte ich euch den fünften Teil insgesamt und den zweiten Teil des Gaming, also der Gamification auf Belletristica vorstellen. Im letzten Teil habe ich euch so ein bisschen die ersten Teile, also quasi die Einführung in das Gamification auf Belletristica geben. Wenn ihr generell alle anderen Teile auch nochmal sehen möchtet, dann verlinke ich euch alle gesponserten Videos mit den Infos nochmal in der Infobox. Denn ich kann euch Belletristica wirklich nur ans Herz legen. Es ist eine kostenlose Plattform für Buchliebhaber, auf der man sich austauschen kann und sogar Bücher schreiben kann. Fanfiction bzw. auch andere Bücher von Leuten auf Belletristica lesen kann und es ist einfach nur super toll. Jetzt zum zweiten Teil des Gamifications. Ich wollte jetzt heute mit den Edelsteinen weitermachen, denn die kann man natürlich auch sammeln. Aber man kann sie nicht nur sammeln tatsächlich, man kann sie nämlich auch kombinieren. Oder gegen den Feenstaub, den ich euch ja schon gezeigt habe und erklärt habe im letzten Teil, eben austauschen. Es gibt verschiedene Arten und zwar sind es insgesamt 7.
die man sammeln, kombinieren oder eben austauschen kann. Und zwar sind das Rubinsmaragd, Saphir, Topaz, Diamant, Amethyst und Obsidian. Und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, vom kleinsten Splitter bis zum perfekten Juwel an sich. Wo kann man jetzt diese Edelsteine finden? Zum einen in Schatztruhen, wo wir schon wieder beim nächsten verschachtelten Infoteil sind. Denn Schatztruhen findest du eigentlich überall auf Belletristica, also in diesem ganzen Königreich, wie man quasi so sagt. Aber es gibt auch tägliche Schatztruhen im eigenen Dashboard. Da sind auch ja, bis zu ganz kleinen Edelsteinen drin. Wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Und zwar gehen wir auf mein Dashboard. Und da seht ihr es direkt auch schon. Hier ist meine Schatztruhe. Die mache ich jetzt einfach mal auf. Tada! Und ich habe einen gelben Edelstein gewonnen oder bekommen. Ich weiß leider nicht. Ich gehe mal zur Schatzkammer. Und das sieht dann so aus. Und tada, so sieht es bei mir aus. Ich habe einmal einen roten Edelstein und da ist der gelbe. Wie gesagt, ich kenne mich leider wirklich nicht gut aus mit Edelsteinen, um euch jetzt sagen zu können, was das für einer ist. Aber das wird wohl ein Rubin sein. Macht das Sinn? Aber hier seht ihr auch die verschiedenen Größen, die ich mir noch holen könnte. Ich glaube, das gelbe ist ein Topaz. Topaz? 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 Ah, ich und Edelsteine. Ich kenne mich wirklich nicht damit aus. Wenn ich jetzt drei Edelsteine mit dieser kleinen Größe, wie ich sie euch gerade gezeigt habe, zusammen hätte, dann könnte ich die gegen größere Edelsteine austauschen und hätte dann natürlich auch was Schöneres, was Wertvolleres. Was hat man jetzt von diesen Edelsteinen? Die sind nur mit einem Mini-Update, so wird das genannt, zu nutzen. Und zwar nennt sich das Gem Powers Mini Update. Da kann man dann bestimmte Texte mit Edelsteinen beschmücken und hat dann verschiedene Effekte darin. Das macht es natürlich irgendwo interessanter für den Leser, beziehungsweise zieht halt auch mehr die Augen auf den Text des Lesers, also die Augen des Lesers auf den Text. Und es könnte sein, dass die Edelsteine einem dann geheime Pfade öffnen. Wer allerdings da jetzt denkt, was soll ich damit? Das interessiert mich nicht. Der kann seine Edelsteine gegen Feenstaub austauschen. Damit sind wir dann wieder bei den Dingen, die ich aus dem ersten Teil von Gamification erklärt habe, beim Feenstaub. Und mit diesem Feenstaub kann man sich dann ein höheres Level holen. Und ja, mit den höheren Leveln kann man sich natürlich dann auch bestimmte Bereiche, wie ich schon erklärt hatte damals in dem anderen Video, eben eröffnen und ja, hat so dann vielleicht mehr davon, je nachdem, was man sich wünscht. Man muss beachten, dass auf Belletristica also es ist alles kostenlos und demnach kann man sich natürlich auch keine Edelsteine kaufen oder keinen Feenstaub. Und sie schreiben auch explizit, dass sie das niemals einführen werden, was ich toll finde, denn damit soll der Pay-to-Win-Aspekt hier nicht vorhanden sein. Also ich finde, es ist alles sehr schön durchdacht und hat einfach wirklich auch einen Mehrwert für den Nutzer und sowas finde ich immer ganz toll. Zusätzlich gibt es noch Achievements, also quasi sowas wie Meilensteine, die man für bestimmte Errungenschaften dann bekommt und mit denen man sein Profil bestücken kann. Also man kann diese, das sind wie so Medaillen quasi, kann man dann in sein Profil machen und sich damit eben einfach auszeichnen. Es gibt da verschiedene Schwierigkeitsstufen von leicht über mittel bis schwer zu sehr schwer. Sehr schön finde ich trotz allem aber auch, dass man eigentlich nicht richtig prahlt mit diesen Achievements. Man kann sie zwar irgendwo präsentieren, aber andere Leute sehen nur so eine Art Ruhmespunkte. Also es wird einfach eine bestimmte Punktzahl angezeigt und eben nicht diese Medaillen, sodass man, ja, glaube ich, einfach keinen Neid auf der Plattform irgendwie entwickeln könnte.
ein wirklich tolles Feature, dieses Gamification. Ihr könnt da auch noch ein paar mehr Punkte entdecken, die ich euch jetzt aber alle erstmal noch nicht verraten möchte. Ihr könnt euch da gerne ein Lexikon durchlesen auf Belletristica direkt zu diesen Themen, die ich euch vorgestellt habe. Und ja, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Plattform. Das war jetzt mein heutiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vor allem mehr in Richtung Make-up plus Bücher sehen möchtet, dann lasst es mich gerne wissen in der Infobox und dann schaue ich, ob ich da zukünftig noch irgendwie sowas machen kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Und dann hoffe ich natürlich auch noch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!